Ich starte mal mit einer sehr erfreulichen Nachricht. Wir wachsen auch im Personal. Wir haben letztes Jahr um 7% und 50 Leute mehr Personal aufgebaut. Wir werden da dieses Jahr auch weiterhin zulegen. Im Wesentlichen, um unsere Investitionen zu stemmen zu können, die wir vor uns haben, wo wir noch einen deutlichen Weg zu gehen haben. Wir haben letztes Jahr knapp 300 Millionen für unser Netz ausgegeben, 245 Millionen als Investitionen in das Netz, 51 Millionen als Instandhaltungsmaßnahmen. Sie sehen auf der rechten Seite der Folie, dass wir aber noch einen deutlichen Weg zu gehen haben, nämlich auf Investitionen allein in Höhe von durchschnittlich 360 Millionen in den nächsten 9, 10 Jahren, damit wir unser Ziel in den nächsten 10 Jahren eben 3,6 Milliarden investieren zu können, auch umsetzen können. Das wird im Wesentlichen davon abhängen, auch wie schnell wir die Genehmigungen kriegen. Der Boris Schucht hat dazu ja gerade auch schon Ausführungen gemacht, dass das zum Teil relativ lange dauert. Es wird auch davon abhängen, wie viele Offshore-Windparks kommen, weil diese Offshore-Windparks doch einen wesentlichen Teil unserer Investitionen ausmachen. Auf der linken Seite der Folie sehen Sie auch, dass wir ein relativ neues Netz haben. Das heißt, wir haben lediglich 7% der Investitionen von den 245 Millionen, die wir letztes Jahr getätigt haben, für Ersatzinvestitionen in das Netz getätigt. Und der überwiegende Teil, nämlich 85%, ist dafür, um das Netz auszubauen, um vor allem dann 68% die Erneuerbaren zu integrieren. Die Abwicklung des EEG-Geschäftes lässt unseren Bruttoumsatz auch wieder deutlich steigen, von knapp 5,5 Milliarden auf fast 7 Milliarden, auf 6,88 Milliarden. Das ist eine Zahl, die uns im Wesentlichen operativ beschäftigt, uns keinen Profit bringt, da wir sie ja als Non-Profit abwickeln. Das ist eine Zahl, die auch in den nächsten Jahren zurückgehen wird, da kommen wir später noch drauf, durch die Neueinführung der Direktvermarktung und der Marktprämie für Offshore-Windparks. Unsere Erlösobergrenze, hier mit EOG bezeichnet, ist im Wesentlichen stabil geblieben, von 570 Millionen knapp um 1% auf 575 Millionen angestiegen. Was heißt das jetzt unter dem Strich? Unser Ergebnis ist im letzten Jahr in diesem anspruchsvollen Umfeld um 13% gesunken, von 62 Millionen auf 54 Millionen. Das hängt im Wesentlichen mit den Energiekosten zusammen, im Wesentlichen mit den Redispatch-Maßnahmen, da komme ich später noch drauf, die doch deutlich höher waren. Auch mit dem gestiegenen Personalbedarf natürlich, der um 16% gestiegen ist, von 50 Millionen auf 58 Millionen. Und den sonstigen Maßnahmen in das Netz. Die Bilanzsumme ist sehr erfreulich. Wir haben ein Bilanzsummenwachstum von 15%. Da zeigt sich das Wachstum der 50-Hertz-Gruppe, insbesondere im Anlagevermögen mit 240 Millionen, was im Wesentlichen durch die Investitionen getriggert ist. Zweiter Punkt im Bilanzwachstum war der Rückfluss von Liquidität aus dem EEG-Geschäft, wo wir Ende letzten Jahres, Ende 2010 oder Ende vorletzten Jahres, Ende 2010 noch einen deutlichen Finanzierungsbedarf oder Finanzmittel dort hineinstecken mussten mit 223 Millionen. Das war dieses Jahr, und das kommt auch auf der nachfolgenden Folie, doch einen deutlichen Zufluss aus dem EEG-Geschäft haben. Leider sehen wir für 2012 da wieder eher das gegenteilige Vorzeichen. Die Bilanzstruktur ist sehr solide mit einer Eigenkapitalquote von 33%, mit einem Verschuldungsgrad, der nochmal um 13 Prozentpunkte heruntergegangen ist auf 16%. Und vor allem, wenn Sie dann anschauen, unser Netto-Cashflow, die sogenannte Funds from Operations zu den Netto-Finanzschulden, das ist jetzt hier nicht aufgeführt, die mit 56% massiv über der Zahl liegt, die wir für eine Ratingagentur für unser Rating halten müssten, nämlich von 12%. Also wir haben durchaus die Bilanzstärke, um dieses starke Wachstum, das wir vorhaben, auch aus eigenen Mitteln finanzieren zu können. Allerdings, und das haben wir schon angesprochen gehabt, müssen sich auch noch ein paar Dinge ändern, insbesondere was auch die Bilanzregeln unter HGB betrifft. Es kann nicht sein, dass im Wesentlichen, so wie es im Dezember, in dem windreichen Dezember war, ich quasi zuerst mal bei Herrn Kachelmann anrufen muss, wie das Finanzergebnis von uns aussieht, bevor wir mit unseren Controllern sprechen, weil wir entsprechend hohe Redispatch-Kosten haben, entsprechend hohe Einsenkungskosten haben. Sie sehen hier,
Das IFRS-Ergebnis von 54 Millionen ist im Prinzip im HGB erstmal komplett aufgebraucht worden, fast komplett aufgebraucht worden, mit knapp 50 Millionen, mit 49,8 Millionen durch die Einflüsse des Wetters, durch unsere Redispatch-Kosten, durch die Kosten für das Einsenken der Energien und auch durch die Buchhaltung für die Offshore, weil diese Kosten müssen wir eben dieses Jahr verbuchen und bekommen sie erst in 2 Jahren über die Erlösobergrenze wieder zurück. Dort haben wir eben noch den 2-Jahres-Zeitversatz. Wir hatten zum Glück aus der Vergangenheit Sondereffekte von 36 Millionen, sodass das HGB-Ergebnis und damit die Ausschüttungsquote bei 44,5 Millionen verbleiben konnte. Das ist eine Eigenkapitalverzinsung von 4,5%, was im internationalen Vergleich nicht haltbar ist, um diese Investitionen nachhaltig sicherzustellen. Wenn Sie anschauen, E.ON hat gestern trotz eines schlechten Jahres immerhin noch eine Dividendenrendite von 6% den Anlegern gewähren können. Und Energiewerte wie wir und Elias sind eben als Dividendenwerte an der Börse platziert. Sie sehen auch, wie sich die Bilanzregeln unter HGB ausdrücken. Wir haben in unserer Bilanz, das sind die leicht schattierten roten Balken, wir haben in unserer Bilanz ungebuchte Forderungen gegen das System von 116 Millionen in der 2011er Bilanz gehabt. Das ist nochmal ein leichter Anstieg von knapp 7 Millionen gegenüber dem Vorjahr. Diese 116 Millionen sind Mittel, die uns in den nächsten Jahren über die Erlösobergrenze zufließen werden, die aber natürlich dadurch auch nicht für die Ausschüttung an die Investoren und für die Zufriedenstellung der Ansprüche des Kapitals der Investoren zur Verfügung stehen. In der Kapitalflussrechnung sehen Sie im Wesentlichen den Effekt, dass unser Cashflow aus dem laufenden Geschäftstätigkeiten massiv nach oben gegangen ist. Da spiegelt sich vor allem die EEG wieder, wo wir einen positiven Cashflow von 270 Millionen hatten in 2011, was aber nichts anderes heißt, dass wir lediglich die Mittel, die wir in 2010 in diesem Geschäft gebunden hatten, wieder zurückbekommen haben. Wir haben den Anstieg der Investitionstätigkeit und wir haben natürlich auch eine Dividendenzahlung für 2010 geleistet in 2011. Damit haben wir eben einen Netto-Cashflow von 134 Millionen, was auch wieder unsere Bilanzstärke zeigt. Mit 134 Millionen können wir die Hälfte unserer Investitionen ohne neue Finanzmittel finanzieren. Liquidität ist sehr stark. Wir hatten eine durchschnittliche Liquidität von 375 Millionen über das Jahr verteilt. Da ist im Wesentlichen noch sehr viel Liquidität aus der Bond-Emission, aus der Anleihenemission, die wir Ende 2010 getätigt haben in unseren Büchern, weil die Investitionen eben nicht so schnell abgeflossen sind. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass die Genehmigungen eben auch nicht so schnell da waren. Sie sehen, EEG hat sich deutlich verbessert von 222 auf 44 Ende 2011. Das ist die gestrichelte grüne Linie unten. Die Grundliquidität ist aber nochmal deutlich stärker gewachsen.